Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und salut et fraternité, citoyen, le spectateur, zu einem weiteren Teil von Let's Play Napoleon Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. So langsam neigt sich dieses Let's Play-Projekt dem Ende zu. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ich muss mal überlegen, ob ich mit dir... Ja, lauf mal vielleicht gerade hier hin. Ich bin heute bestimmt noch nicht in der letzten Aufnahmesession angekommen. Gib mir doch mal meinen General. Ich glaube, den können wir hier sinnvoll in diese Armee integrieren. Ja, das sieht doch gut aus. Und so langsam möchte ich jetzt dann doch auch hier dieses Let's Play möglichst erfolgreich beenden. Okay, da greifen wir dann nächste Runde an. Vielleicht warten wir noch, bis wir... vielleicht warten wir noch, bis wir mit Massena Renn zurückerobert haben. Ja, wir kriegen ja nächste Runde auch nochmal ein paar Einheiten, ne? Das ist eigentlich auch 1, 2, 3... Vier Dingens, was haben wir da? Kürassierer habe ich rekrutiert, ne? Dann haben wir drei Kürassierer, davon ist so. Dann hier so. Ja, wir nehmen noch Artillerie mit, komm. Oder wartet mal. Moment. Ich habe noch eine andere Idee. Können wir auch mal gucken. Preußen. Du hast eigentlich alles richtig gemacht. Du hast viele, viele Verbündete. Angeheuert. Es wäre doch doof, wenn so ein reicher französischer Pfeffersack mit einem dicken Portemonnaie ankäme und dir deine Bündnispartner wegkauft. Dann wäre aber die Frage, wenn wir jetzt die Bündnisse beenden, ob wir dann direkt schon angreifen. Sagen wir so. Wien hätte keine großartige Garnison. Wir können uns auf der anderen Seite auch nicht... wir können uns auf der anderen Seite aber auch nicht auf revoltierende Österreicher verlassen, weil die definitiv zu schwach sein werden, um hier irgendwas auszurichten. Der bekommt hier eine Verstärkung, ne? Der bekommt Verstärkung. Und führe uns nicht in Versuchung. Wo ist Napoleon nochmal? Ja, das hier wird ja noch dauern. Wir könnten hier auch noch schnell ein paar Einheiten rekrutieren, ne? Wir können eine ganze Menge noch machen. Ich weiß nicht. Moment. Kurze größenwahnsinnige Überlegungsphase. Also falls man da überhaupt noch von Überlegen sprechen kann. Wir können noch auf Rennen warten. Wir beenden erstmal ein paar Bündnisse. Dänemark. Du wolltest doch dein Bündnis mit Preußen brechen.
Na, wolltest du doch, oder? Okay, super, das hat schon mal Geld gespart. Mecklenburg. Du wolltest doch dein Bündnis mit Preußen brechen, oder? Okay, da müssen wir wohl noch ein bisschen Geld drauflegen. Ich könnte dir sogar noch ein Bündnis anbieten. Kommt ein Tausender ist drin, oder? Ich will jetzt hier nicht ewig verhandeln. Deswegen gehen wir hier nur in Tausender Schritten vor. Gut, okay. Das hat also auch geklappt. Wer ist denn noch? Die Batavische Republik ist mit Preußen verbündet. Mit Preußen, bitte. Wow. Aber du magst mich doch, gell? Du bist doch, das ist ja mein Untertan, ne? Gut. Ja, wir setzen noch ein bisschen Geld hier ein. So, jetzt irgendeinen habe ich vergessen. Wer ist noch mit dir verbündet? Sachsen. Sachsen, ganz genau. Sachsen. Ich habe ja in einem Part, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube sogar relativ am Anfang erwähnt, dass Sachsen ja eigentlich ein Profiteur der napoleonischen Neuordnungen gewesen ist, woraufhin mich ein Zuschauer kritisiert hat und gemeint hat, das wäre eigentlich nicht der Fall. Da darf man natürlich nicht alleine nach den Gebietsgewinnen gehen. Gerade in Sachsen war das ja so, dass, also natürlich Sachsen hat schon ein paar Gebiete bekommen, ist territorial auch verschont geblieben. Also das hat sich auch territorial für Sachsen gelohnt, jetzt nicht so augenfällig wie bei anderen Staaten des Rheinbundes, die durch Napoleon ja erst künstlich geschaffen wurden, ne? Also dieses Satellitensystem, ne? Das war da schon ein bisschen anders. Man soll aber auch auf jeden Fall berücksichtigen, oder man sollte auf jeden Fall berücksichtigen, dass wir bei Sachsen noch Militärzugang brauchen, aber den holen wir uns nächste Runde. Das machen wir jetzt nicht mehr. Man sollte auf jeden Fall noch berücksichtigen, dass Sachsen auch durch eine deutliche Schwächung Polens und der Schaffung der unabhängigen Republik Warschau, ich glaube, Warschau war, glaube ich, eine Republik, bin mir, oder war es eine Wahl? War es so ein Wahlkönigtum auch? Also das war jetzt nicht wie die Sejm in Polen, sondern es war eine andere Regierungsform, aber dadurch natürlich auch profitiert hat. Und warum Sachsen sich für einen Profiteur Napoleons hielt, das sieht man auch ganz gut daran, dass die Sachsen sehr, sehr lange Napoleon die Bündnistreue gehalten haben. Also bis zur Völkerschlacht bei Leipzig war eigentlich nicht zu erwarten, dass die Sachsen das Bündnis mit Napoleon brechen und sich darüber hinwegsetzen. Es war eigentlich nicht klar. Das entwickelte sich erst auch im späteren Verlauf und Sachsen brach dann auch tatsächlich das Bündnis mit Napoleon. Und die sächsischen Truppen liefen auch dann zum antinapoleonischen Bündnis über. Also das ist natürlich dann schon passiert, ne? Das sollen wir an der Stelle nicht verschweigen. Ich weiß nicht, brauche ich noch was? Muss ich noch rüsten? Wir haben echt viele Truppen, ne? Wir haben echt viele Truppen und wir kriegen ja hier noch ein bisschen was dazu. Alles andere dauert ja jetzt wieder relativ lang. Okay, gut, aber komm, dann sind wir nicht so. Wir bauen noch ein bisschen Artillerie. So, wir bauen noch ein bisschen Artillerie. Artillerie kann man immer gebrauchen. Gut. Beenden wir die Runde.
Es wird heiß, Leute, es wird heiß. Okay, gut, ja, das ist relativ kühl. So, Preußen, bereite dich auf deinen Untergang vor. Ach, guck mal, der läuft schon nach Vilnius. Sehr unterhaltsam. Laden wir Verbündete in den Krieg mit Preußen rein? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir können Wien auch sogar unter Androhung des Krieges fordern. Wäre eine Überlegung. So, dann ergib dich mal. Genau, befreien. Quick save. Ich glaube, das kann ich automatisch machen. Wir sind mächtig und unbesiegt. Gut. Dann kannst du eigentlich auch schon wieder zurück. Wir brauchen jetzt hier... Bündnis gescheitert, Frankreich-Preußen. Ach, das ist aber zu schade. Bündnis gescheitert, Frankreich-Osmanisches Reich. Das ist, da ist aber keine Armee drauf, ne? Nee, okay. So, wo war ich stehen geblieben? Das ist, weil Russland nicht mehr existiert, ja. Solange Russland existiert, kriegt man keine Probleme mit den Osmanen. Was ja eigentlich interessant ist, weil die Stärkung der russischen Position gegenüber Frankreich oder die, nee, sagen wir so, die Stärkung Frankreichs bestand tatsächlich ja auch darin, dass die Osmanen mit Russland im Krieg waren. Das hat sich dann natürlich ein bisschen gewandelt hier später. So, nächste Runde sind hier schon weitere Truppen fertig, ne? Wenn wir wollen. Müssen wir mal gucken. Das heißt, wir kommen an. Wir wollen jetzt und dann brauchen die eine Runde und dann kommen wir an und dann sind die fertig. Und dann laufen wir weiter. Ja, müssen wir mal überlegen. So, ich habe hier eben einen vereinzelten preußischen Soldaten gesehen. Kavallerieeinheit. Oha. Der dürfte dann ja wohl ein Auge auf diese Fabrik geworfen haben und wird wahrscheinlich hier angreifen wollen. Ja. Okay, nach Ostpreußen kommen wir relativ schnell. Warschau ist eigentlich, ja, das Doofe ist halt, Warschau ist halt offen. Da ist mit einem Vorstoß der Preußen zu rechnen. Ja. Schade. Für uns unter Umständen noch die Möglichkeit, aber mit dieser Armee, vielleicht nehmen wir die sogar noch mit, Schlesien zu erobern. Im Sturm sozusagen. Und wenn wir Schwein haben, kommen wir mit dir sogar bis Stettin hoch und können Stettin direkt überfallartig einnehmen. Hannover. Gierig. Sehr, sehr gierig. Wahrscheinlich die erste Schlacht, die wir schlagen werden. Mit der Option, die Armee von Bernadotte dazu zu ziehen. Mhm, ja. Ja, ja. Interessant, die meiste Erfahrung hat die Armee von Murat bekommen. Falls ich das nicht gesagt habe, oder falls ich es schon gesagt habe,
Dann tut's mir leid, Murat war in der Völkerschlacht bei Leipzig ja noch dabei. Also der hat noch 5 Jahre locker, also eher 8, hat nur 8 Jahre gelebt. Ne? Das ist schon ein bisschen merkwürdig. So, Preußen, hast du ein neues Bündnis gemacht? Ich glaube nicht. Ne? Doch, Dänemark müssen wir wieder rausnehmen. Ach komm, Dänemark kann ja nicht wahr sein. Du hast direkt wieder ein Bündnis mit Dänemark gemacht oder habe ich Dänemark gar nicht rausgekauft? Ich muss nochmal nachfragen. Dänemark. Bündnis brechen mit Preußen. Gut. So, Preußen ist jetzt außenpolitisch isoliert, ne? Hat nur noch, ja gut, also nur noch hier Handelspartner. Wir haben momentan nur den Krieg mit England, können eventuell ein Bündnis mit Mecklenburg bekommen. Wir können mal gerade noch schauen. Also es ist vielleicht nicht schlecht, ein Bündnis anzubieten mit ein bisschen Zahlung. Für 6.000 haben wir das Bündnis mit Mecklenburg bekommen, das ist gut. Ach hier, komm, für die Tax, hä? Und Sachsen bitte auch noch. Militärischer Zugang für unbestimmt zu 5 Runden. Das reicht mir eigentlich. Super. Ja, dann Preußen. Ich fordere Ostpreußen. Ich fordere außerdem, ach, Wien kann ich gar nicht fordern. Ah doch, hier Österreich kann ich fordern. Brandenburg kann ich nicht fordern, dann fordere ich noch Hannover. Okay. Also wir sind noch nicht im Krieg, ne? Beistand brauchen wir nicht. Aber wir greifen erstmal Stettin an. Die Linieninfanterie würde das überleben, wenn man das gerade so friedlich besetzen, bitte. Gut. Kommst nicht bis nach Breslau, dann lauf mal nach Olmütz. Müssen wir mal gucken, was wir da noch machen. Du belagerst jetzt mal auf jeden Fall Wien. Immerhin 2 Gebäude repariert, das ist schon mal nicht schlecht. Belagere das mal. Also mit Napoleon nehmen wir hier Mittau sofort ein. Das da sieht noch in Hannover eher nach einer Herausforderung aus, ne? Wir könnten sogar schon Brandenburg belagern. Wow. Okay, das ist natürlich eine Hausnummer.
Eine Schlacht mache ich auf jeden Fall noch. Dann schlage ich vor, wir machen die Schlacht um Hannover. Was hat er denn da drin? 1, 2, 3, 4. Der hat 5 Jäger drin. Mit schlesischen Schützen. Die sind gut. Und ganz viel Artillerie hat er dabei. Das ist auch berittene Artillerie. Ich bin gespannt, ob wir da was reißen. Aber ich denke doch mal. Das ist auf jeden Fall die Ingelfingen. Das klingt irgendwie witzig. Hohenlohe Ingelfingen. Aber ich glaube, das ist definitiv so die interessanteste Schlacht jetzt gerade, ne? Ach, guck mal da. Und warum ist es hier rot? Ihr blutet wahrscheinlich schon dahin, ne? Nee, das sind die. Na, guck mal da. Preußische Füsiliere. So, so, so. Ich finde die Stellung hier oben eigentlich ganz charmant. Wenn wir hier auf den Berg kommen, haben wir eine gute Artillerieposition. So. Stell dich schon mal hier hin. Den General stellen wir da hin. So, ich mache das jetzt nochmal so ein bisschen in Rome Total War Manier. Ich mache jetzt mal meine richtige Aufstellung. Ja, ich weiß, es gecheatet, aber ist jetzt halt so. Dafür sorgen, dass er es noch bereut, dass der so weit mit seinen Jägern daraus gerückt ist. Dann stehe ich mal besser hier hin. Fußartillerie, die er da stehen hat. Wobei wir natürlich vor ihm schon in Stellung gegangen sind. Wo sind eigentlich meine Dinge? Sie ist hier. Upsala. So, ich muss jetzt zu meiner Kavallerie darüber. Ich muss auch immer wieder nochmal reingucken. Was sind das sind jetzt. Okay. Gut, das sind jetzt solche Einheiten, alles klar.
schneller. Ah. Hm? Ach, das müsste Kollateralschaden gewesen sein. Der hat tatsächlich da versucht, uns da zu cushen. Das kann ja nicht sein, ne? Also unsere Linie feuert hier wirklich gut. Wir bewegen uns mal hier so ein bisschen in den Rücken seiner Einheiten. Und wir kämpfen da. Ist nicht dein Ernst. Echt jetzt? Dann greifen wir mal die schlesischen Schützen an. Wir werden mal hier unsere Truppen ein bisschen diversifiziert versuchen einzusetzen. Ui. Ihr lauft aber echt weit zurück. Ich kann jetzt hier leider nicht mehr so gut gegen seine Artillerie kämpfen, wie ich das ursprünglich vorhatte. Na, du bleibst halt stehen, ne? Okay. Mhm. Oh, und meine... Ach, die Front ist schon komplett vorgerückt. Oh, das war mir nicht so klar. Die bewegen wir nochmal separat. Oh krass, die sind gut zusammengeschossen worden. Hau du ab. In der Tat, hier haben wir echt ganz gut Truppen verloren. Das hat aber auch, glaube ich, was damit zu tun, dass wir da gar keinen Artillerie-Support haben. Du musst jetzt übrigens hier weg. Unsere Männer fliehen, Sir. Ja, ist okay. Passiert. Wie sieht's denn so vom Kräfteverhältnis her aus? Also das Doofe ist halt hier, dass da die Front leider nicht mehr steht. Ja, du bist schon auf dem Weg zurück, ne? Sollten wir aber trotzdem vielleicht versuchen, nee, dann eher so zu machen, ne? Ich schieße jetzt aber hier schon auf die richtigen, ne? Okay. Gut. Die sind im Karree, da müssen wir jetzt gleich raus. Ich will da schneller die Gelegenheit nutzen. Autsch. Ja, die Gelegenheit wollte ich nicht nutzen. Die Gelegenheit, hier eins auf die Fresse zu kriegen, ne?
Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ach, die Kavallerie schleicht sich wieder. Ach Mann, ey. So, voller Einsatz der Kartätschen jetzt bitte. Ich brauche hier hinten definitiv Kavallerieunterstützung. Fuck. Warum bist du da stehen geblieben? Oh, Plänkelmodus. Ah, das erklärt einiges. Gut, okay. Schnell wieder weg. Schieß mal auf die Burschen hier. Ja, bleib da stehen. Also die, keine Sorge, die Preußen, die tun nur so, als ob die dir hinterherlaufen. Wir haben das eigentlich gar nicht vor. Es ist auch, glaube ich, echt eine Frechheit gewesen, dass der mir so viele Einheiten mit seinen dappischen Jägern gekillt hat. Ich meine, die preußischen Jäger sind nicht die schlechtesten. Und du rennst natürlich nochmal genau vor die Kanonen. Ist ja klar, warum auch nicht? Ne? Weil, den General getötet, Sir. Weil ich ja vorhin jetzt meinen kompletten Einheiten gesagt habe, sie sollen sich hinter die Kanonen zurückziehen. Aber ist okay. Ist okay. Sorry, aber das war jetzt echt nicht mein Verschulden. Hallo? Du schießt jetzt mal bitte. Was soll denn das? Ist halt natürlich auch schwierig. Und du gehst natürlich jetzt auch wieder. Sorry, das geht mir gerade echt tierisch auf den Sack. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Ist okay. Dann reite mal ein bisschen näher ran. Setzen mal Sammeln ein. Reite mal wieder ein bisschen zurück. Man kann sich jetzt drehen. Fuck. Alter, was? Wie? Moment. Was haben die denn für einen Präzisionswert? Die konnte man irgendwann mal einsehen. Das ist ja bitter, ey. Kranker Scheiß. Unsere Männer fliehen, Sir. Ja, das ist derbst Scheiße. Vor allem hier, die werden es auch nicht mehr lange machen. Unsere Männer fliehen, Sir. War zu erwarten, dass wir gegen die Preußen auch Verluste machen. Okay. Warte, schieß auf ihn.
Also irgendwie hatte ich die leichte preußische Infanterie nicht ganz als so tödlich in Erinnerung. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht die Napoleon-Spielerfahrung wie viele andere von euch. Insofern ist es da auf jeden Fall bei mir ein bisschen anders gelagert. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Es dürften einige sein, die mittlerweile über keine Munition mehr verfügen. Achso, nee, wir brauchen keinen Karree. Das ist ja Artillerie, ne? Greif mal an. Komm, geh ins Karree, dann kannst du da wenigstens noch einen Schuss abfeuern. Ich weiß nicht, ob die Truppen dann den Angriffsbefehl ausführen, wenn ich dann keine akustische Rückmeldung höre. Ach, du hast keine Munition mehr, okay. Wir haben den General getötet, Sir. Wir haben alles jetzt getötet. Werden Sie aufgeben. Bam, Gefecht beenden. Wow. Das war kein Rülpser, das war ein verwunderter Siegesschrei. Nee, du willst mich verarschen. Ich hatte jetzt echt 130 Mann. Kollateralschaden. Auf jeden Fall viel bei der Kavallerie, Entschuldigung, weil da die Artillerie natürlich reingeballert hat, als die so schön im Schleichtempo vorne dran geritten ist, das ist klar. Und bei den, bei meinen Jägern, bei meinen Chasseurs, da war das auf jeden Fall auch so, weil die zwar das Verhalten der leichten Infanterie anhatten, aber dann doch irgendwie so halb noch in den eigenen Einheiten drin standen. Doch, das auf jeden Fall. So, wir gucken mal gerade. Wir haben keine Einheit komplett verloren. Das ist ja schon mal gut. Ich werde dich befreien, Hannover. Ah, ich krieg Truppen dafür. Das ist ja cool. Hätte ich es automatisch gemacht, hätte ich weniger Verluste gehabt. Das muss ich mir, den Part muss ich mir gleich nochmal angucken. Ja, komm, dann stellen wir die Miliz mal nach Kassel. Komm, sabotier die Armee mal. Cool. Das war sogar erfolgreich. Dann könnten wir uns überlegen. Stellen wir uns mal hier auf die Brücke. Ich glaube, auf der Brücke können wir doch ganz gut kämpfen. Ich kann jetzt nur nicht mehr sagen, ob man dann wirklich auch so ein Brückengefecht macht. So, und das Ding mache ich dann noch automatisch. Ja, cool, dann befreien wir. Dafür gibt es auch wieder Truppen. Cool. Immer gerade hier hin. Hm.
Fonctionnaire! Genau, machen weg. Den kannst du dir dann schenken. Und du gehst dahin und du gehst auch dahin auf jeden Fall. Napoleon ist noch recht frisch, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich könnte mit dir auch hier in das Wäldchen gehen, dann ist die Truppe auch wieder frisch. Wenn wir dann da rauskommen, das ist, glaube ich, am besten. Und ich sehe, wir sind bei 41 Minuten. Ich wollte eigentlich noch was zum Ende der napoleonischen Kriege sein. Das muss ich dann auf den nächsten Part vertagen. Da seht ihr dann wahrscheinlich aber auch nochmal so einen epischen Fail von mir. Das tut mir auch echt wahnsinnig leid. Also manche Schlachten, die laufen echt nicht so gut. Aber ich bin es wirklich gewohnt, mit der Artillerie so zentral zu spielen. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich spiele in der Regel eigentlich weniger Artillerie. Also ich spiele jetzt hier schon mit 4 Artillerie ist schon viel für meine Verhältnisse. Aber ich glaube hier, dass der hauptsächliche Kollateralschaden eigentlich nicht durch die Artillerie kam, sondern durch die Linieninfanterie. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Aber gut, ich werde mir das gleich nochmal angucken in der Wiederholung. Und dann wünsche ich euch alles Gute und sage mal's gut. Bis zum nächsten Mal. À la prochaine fois. Tschüss.